Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atomic Heart. Wir sind immer noch in diesem Theater. Und jetzt geht Teil 2 los und wir sollen da irgendein Rätsel lösen. Was war das? Oh. Nein, nicht diese Waffe. Nein, 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 nein. Alter, dich habe ich gar nicht gesehen. So, da hinten hat es doch bestimmt was. Ja, da hat es was zum Looten. Ja, ein Moment. Erstmal hier alles looten. Oh shit. Tot beim Klo gehen. Seht ihr was? Nee. Ist der Typ? Ist auch egal. So, weiter geht's. Mal hier was zum Looten. Ah, da. Und eine Taschenuhr. Also habe ich eine ganze Sammlung. Da geht's weiter. Hier ist aber nichts mehr. Komm ich nicht rein? Das ist jetzt nicht so gut. Und da? Debug-Modus initiiert. Bitte Befehl eingeben. Jetzt kannst du mal glänzen, Charles. Du bist doch ein cleveres Gerät, oder? Tja, dann könntest du uns mal ein paar clevere Befehle rausfinden. Eine Sekunde, Arme frei. Mit dem rechten Bein. Machen wir drei. Erste Arabeske. Versuch's nochmal. Gib ihr einen Befehl. Ah. A la seconde, Arme frei. Was ist das? Du bist ja richtig talentiert. Was, echt jetzt? Das ist aber das war's? Neues für dich, oder? Möchtest du sehen, wie sich dieselben Szenen rings um uns wiederholen? Wir sind ja fertig. Ich lieber einen klaren Himmel, fröhliches Vogelgezwitscher und all die Bequemlichkeiten der Heimat. Wenn du nicht die schweren Tritte der Roboterarmee hören willst, wie sie gegen die Menschheit marschiert, zieh dich zurück. Okay. Muss ich das jetzt bei jeder Statue hier machen? Okay. Debug-Modus initiiert. Bitte Befehl eingeben. Du bist dran, Charles. Davon habe ich keine Ahnung. Machen wir das mal. Corsair in der vierten Position. Nee. Können wir sonst noch was ausprobieren? 10 Relevé. Was ist das? Nee. Können wir sonst noch was ausprobieren? Attitude? Nee, auch nicht. Der Himmel. Können wir sonst noch was ausprobieren? Rotes Sonnenuntergangs. Schon sinkt was Mount Endu, Arme frei. Setchenhoff glaubt, er kann ganz kollektiv. Ich hab so keine Ahnung. Das kann er nicht. Niemand kann eine solche Macht kontrollieren. Sag mir, Petra. Können wir sonst noch was ausprobieren? Du, dass diese Roboter tun? Ohne Grund. Weil ich die Verkörperung des Debug-Modus initiiert. Bitte Befehl eingeben. Charles, tu mir einen Gefallen und gib der Dame einen Befehl, ja? Keine Ahnung, was sie will. Erster Arabesque. Ich weiß halt überhaupt nicht, auf was sie achten soll. Versuch eine andere. 10 Relevé, Corsair in der vierten Position. Arme lang in einer Allongée. Alles klar. Versuch eine andere. Attitude? Nee. Versuch eine andere. Machen wir Nummer 4. Relevé in der fünften Position. Effacé. Arme oben und locker in einer Allongée. Das könnte es tatsächlich sein. Haben wir hier Lösungen? Nee. Du bist auch da so oben. Debug-Modus initiiert. Bitte Befehl eingeben. Ah, ich verstehe das alles nicht so richtig. Machen wir Nummer 1. Attitude? Würde es auch nicht schlecht ausschauen.
Corsair ist... So vielleicht. Manchmal glaubst du, du holst deine Nemesis ein und sie ist bald zum Greifen nahe. So kommt jetzt wieder diese komische Musik. Das sieht halt auch gut aus. Du hast keine Ahnung, aber dein wahrer Gegner ist. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Wirklich? Die, glaub ich, die Schatten müssen sich, glaube ich, irgendwie berühren. Debug-Modus initiiert. Du bist dran, Schatten. Nee. Können wir. Attitude? Oh, das war's. Geil. Öffne die Augen und sieh die Wahrheit, Hund. Nice. Warum kannst du das Offensichtliche nicht sehen? Das sollte eine richtige Aufführung. Charles, warum nölt dieser Irre rum, dass Kollektiv uns alle umbringen wird? Das geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Könnte Kollektiv wirklich gefährlich sein? Natürlich nicht. Kollektiv kann nicht gefährlich sein. Schluss, aus. Nur sein Besitzer kann gefährlich sein. Aber Kollektiv wird niemandem gehören. Dr. Sechenov wird es starten und dann sind alle gleich. Brillante Wissenschaftler wie er stehen über Machtkämpfen und solchem Zeug. Ja, wenn es nur so einfach wäre. Speichere Daten. Oh, Sexmaschine. Was war denn das jetzt für ein Bug? Oh oh. Du wirst mich nicht mehr reinlegen, elender Scheißkerl. Hörst du das, Arschloch? Das war's. Da bist du ja. Ständig sitzt du mir im Nacken. Wo ist der Doc? Larissa, sie hat mit mir Schluss gemacht. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht ist sie tot? Aber was ist mit Molotov? Er hat Sechenov doch nicht geglaubt. Molotov ist tot. Dann ergibt alles Sinn. Was ergibt Sinn? Kollektiv wird aktiviert und das bedeutet das Ende von allem. Was? Davon, dass Roboter kontrolliert werden sollten? Du hast doch das verdammte System erschaffen, Arschloch. Ich konnte doch wirklich nicht ahnen, was Sechenov damit vorhat. Im Gegensatz zu dir wollte er niemanden damit töten. Ach, wirklich? Und das glaubst du? Warum haben diese friedlichen Roboter dann all die Leute massakriert? Weil du sie umprogrammiert hast, deswegen! Meinst du das ernst? Ahnst du überhaupt, wie unglaublich lang es dauert, einen funktionsfähigen Algorithmus für einen einzigen Roboter zu schreiben? Und hier gibt es Dutzende Modelle! Ja und? Der Kampfmodus wurde ihnen schon während der Design-Anfangsphase einprogrammiert. Natürlich dachte niemand, dass er hier in der Sowjetunion aktiviert werden würde. Und zwar durch mich. Aber ich kann dir versichern, dass Sechenovs Pläne noch viel, viel schlimmer sind. Er muss gestoppt werden. Blödsinn! Ich hab genug von dem Scheiß. Du sagst mir jetzt sofort, wie man den Kampfmodus der Roboter beendet. Tut mir leid. Das wird nicht passieren. Doch wird es. Ich habe bereits alles in Gang gesetzt. Aufhören! Es wäre unser besonderer Tag gewesen. Ich wollte am Tag des Kollektivstarts um ihre Hand anhalten. Und es wäre hier in diesem Theater geschehen. Wie so komisch. Pass auf, deine Hände! Gib dies, Larissa. Witzbold. Diesmal bist du definitiv tot. Scheiße. Nicht so, wie ich gedacht habe. Bitte komm, Chillomay. Endlich! Hast du Victor? Petrov hat sich auf kreative Weise umgebracht und ich konnte ihn nicht aufhalten. Mist! Ist sein Kopf intakt? Ja, ich sehe ihn hier vor mir. Bewahr den Kopf sicher auf. Ich schicke einen Spezialbehälter. Leg ihn rein, der Rest läuft dann automatisch. Wie komme ich denn jetzt hier? Oh. Ach so. Ah, ja, wie denn? Bitte Victors Kopf.
Falsch. Schon wieder falsch. Falsch. Schon wieder falsch. Und Selbstmitleid ist dein Schicksal. Und Selbstmitleid ist dein Schicksal. Aha. Jetzt? Kann ich jetzt hier mal wieder rausgehen? Sehr geehrte Damen ja, und toll. Herren, willkommen zur großartigsten Darbietung der Welt! Erleben Sie das Debüt eines aufsteigenden Sterns! Und seien Sie vorsichtig, die junge Dame ist recht schüchtern. Aber das biegen wir schon hin. Wobei, was kommt jetzt? Gegen eine Abweichung von der Norm einzuwenden ist. Es ist mir eine große Freude, Ihnen Natascha zu präsentieren. Wow! Verdammte Scheiße! Alla. Alla. Scheiße. Okay, warte mal, mal schauen. Natascha, Widerstand gegen Waffe anfällig gegen Explosiv. Alla, komm jetzt! Alla. Elektro? Alla, was ist das denn jetzt? Zeig mir, was du drauf hast. Komm jetzt, mach weiter. Nein. Oh, scheiße. Einfach laufen. Komm. Nein. Oh, Gott sei Dank habe ich Gesundheit. Hilfst du das bitte mal für mich? Komm jetzt. Das Schraubenkopf. Nein. Ah, fuck. Nein. Weg. Alla, komm. Fuck, was soll ich gegen die Dinger machen? Komm. Viel ist es nicht mehr. Ich brauche mehr Waffen. Fuck. Komm, schieß! Ah, scheiße, ich komme nicht mehr. Fuck. Nachladen. Wo ist sie? Warte nach. Nice. Einmal noch. Komm. Warte nach. Nach. Scheiße. Genau schon mal. Oh Gott sei Dank. Lass uns eine Weile schweigen, ja? Sergei, hast du Petrovs Leiche durchsucht? Hast du irgendwelche Goldringe gefunden? Nein. Was? Petrov hatte nichts dabei. Sehr gut. Melde dich sofort im Pavlov-Komplex. Jawohl, bin schon unterwegs. Oh, okay, wo ist der Ausgang hier? Ist sonst noch was zum Einsammeln? Es sieht nicht nach Ausgang aus. Ihr Dinger seid furchtbar, wisst ihr das? Da oben ist was Böses. Geh mal wieder auf die Elektrowaffe.
Wo ist der Ausgang? Blockiert? Blockiert? Oh, da hinten ist noch was. Ah, mit dem kann ich vermutlich reden, ne? Hä, wo ist der Ausgang? Ach so, so raufgehen. Ja gut, das können wir machen. Hallo? Rauf? Nice. Keine Überraschung, aber ein Safe Point. Sehr gern. Speichern. Wie ist dein aktueller Status, Genosse Major? Ich stelle einen Verlust an Konzentration und einen starken Anstieg an Emotionen fest. Mein Status? Ich raste gleich aus. Das ist mein verdammter Status. Ich hab's schon wieder verbockt. Victor ist tot und ich hab hier seinen Kopf in einem verdammten Glas. Und Sechenov findet nichts dabei. Kapiert? Nein, Genosse Major. Ich hab schon eine Menge Scheiße gebaut, ja? Aber einen menschlichen Kopf als Trophäe rumschleppen? Noch nie! Hast du den riesigen Roboter im Theater gesehen? Da war ein Kampfroboter. Im Theater, Charles. Aber weißt du, was mich echt zur Weißglut treibt? Nein, Genosse Major. Die Ringe. Die gottverdammten Ringe, die das Arschloch Petrov mir gegeben hat. Und weißt du, warum sie mich zur Weißglut treiben? Nein, Genosse Major. Ich auch nicht. Scheiße. Ist dir auch egal. Alles gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut. Ah, wir gehen nach Pavlov. Irgendwelche Ideen? Pavlov ist ein Geheimkomplex in einem entlegenen Gelände der Anlage 3826 namens Sachalin. Bei den vielen Gegnern wirst du kaum zu Fuß dorthin gelangen können. Ich schlage vor, ein Transportmittel zu benutzen. Und, Genosse Major, jetzt wäre außerdem ein ausgezeichneter Zeitpunkt, dein Arsenal so gut wie möglich aufzustocken. Es kann nicht schaden, sich nach weiteren Testgeländen umzusehen. Okay, also... Genug gejammert. Sachen upgraden. Gehen wir. Na, na, Major. Wie du meinst. Bitte also. Vorgang auswählen. Ich hätte gern geilere Knarren. Ich kann mal jetzt bauen. Ah, wir müssen einfach Sachen sammeln. Das glaube ich, werden wir draußen machen. Keine bösen Überraschungen? Nee. Was haben wir denn hier dahinter? Okay. Nein. Nice. Irgendwas Böses? Ach, jetzt sind wir hier drin. Lol. Hat es dir gefallen? Danke. Beehre uns bald wieder. Komm bald wieder. Wir erwarten schon bald tolle neue Roboter für deine Unterhaltung. Die nächste Aufführung wird noch interessanter. In ganz ehrlich? Ist die Fortsetzung geplant. Dir hat es offenbar so gefallen, dass du nicht gehen willst. Das stimmt gar nicht. Wenn du eine Karte kaufen möchtest, mit bitte zum Schalter am anderen Ende des Foyers. Und ich lass mich doch einfach mal raus. Geh bitte weiter zum Imbiss. Hast du irgendwas in der Garderobe vergessen? Geh was bitte weiter jetzt hier? Zur Palette. Verschwinde! Okay, danke. Tschüss, weg. Major Petrai, ich erwarte dich im Pavlov-Komplex. Für deine Ankunft ist schon alles bereit. Ich komme so schnell ich kann. Ich würde dir empfehlen, mit dem Auto zum Forschungskomplex zu fahren. Ja, was es du nicht sagst. Es gab eine Zunahme von Keimaktivitäten an der Oberfläche. Was? Da ist alles von Mutanten überrannt. Aha, Mutanten. Alles klar, ist das alles? Nur noch eine Frage. Nein, Filatova war nicht da. Verstehe. Du hast an Petrovs Leiche keine Goldringe gefunden, oder? Zwei Ringe, in denen innen Beta 1 und Beta 2 eingraviert war? Nein, nope. Er hatte nichts bei sich. P3 Ende. Okay, da hätte man ein Auto. Lass mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da vorne hat es ein Testgelände. Flash Expansion Converter. Wir haben, sollten halt wirklich mal ein bisschen Testgelände-Sachen machen, ne?
Was heißt das, wenn es so blau ist? Okay, ich würde sagen, zu dem gehen wir mal hin, das einmal geradeaus. Wie läuft's? Immer noch gesund und munter. Hey, ja. Masina. Lange nicht gesehen. Es ging mir schon besser, aber ja, ich bin noch gesund und munter. Was? Du hast diesen Mistkerl Petrov endlich erledigt. Dir entgeht aber auch nichts, was? Ja, hab ihn erwischt. Also, eigentlich hat er sich selbst erwischt. Keine Sorge. Wenn du seinen Kopf hast, ist bald alles vorbei. Dann kannst du dich ausschlafen. Das höre ich gern, Oma Sina. Allah. Dann komme ich mal auf eine Tasse Tee vorbei, ja? Komm jederzeit gerne vorbei. Oh ja, mal die Oma besuchen. Du hast bei der Jagd nach Petrov nicht zufällig gravierte Goldringe gefunden. Hab ich nicht, Oma Sina. Petrov hatte nichts bei sich. Schon in Ordnung. Pass auf dich auf, Söhnchen. Und komm vorbei, wenn du was brauchst. Alles klar. So, das müsste eigentlich sein hier. Zweimal blau nebeneinander. Warum hast du alle getäuscht, Genosse Major? Petrov hat dir die Ringe doch gegeben, ehe er starb. Alle anderen täuschen mich doch auch. Selbst Dr. Sechenov. Das hätte ich niemals erwartet. Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung? Ich habe dran gedacht, dass Petrov mir gesagt hat. Kannst du das bitte weiter ausführen? Petrov hat gesagt, der Kampfmodus wurde bei der Konstruktion in die Roboter programmiert. So, er hätte sie nie alle selbst umprogrammieren können. Das stimmt also, verdammt. Und warum das? Weil er ein Waschlappen war, ein Programmierer, kein Kämpfer. Aber diese Roboter können kämpfen. Er hätte sie gar nicht programmieren können, weil er vom Kämpfen keine Ahnung hat. Diese Natascha hatte verdammte Raketen. Wo hatte sie die her, ha? Das ist ein Bauroboter, den hätte Petrov gar nicht mit Raketenwerfern ausrüsten können. Er ist doch kein Ingenieur. Er hätte sich nie in die Roboterfabrik hacken und Sachen ändern können. Er hat der Übertragungsstation vorgetäuscht, dass unschuldige Menschen eine Armee von Invasoren wären. Mehr nicht. Also, wozu braucht ein Bauroboter eingebaute Raketenwerfer, ha? Wozu braucht ein ziviler Drofa eine Schienenkanone? Oder eine Eule, ein Maschinengewehr? Es gibt Hinweise genug. Wie du sagst, eine Frage des Blickwinkels. Nach einer Analyse deiner Logik muss ich leider zu dem gleichen Schluss kommen. Besonders, da deine Verdächtigungen gerechtfertigter sind, als du denkst. Wie meinst du das? Wie ich es sage. Hör dir diese Aufzeichnung an. Von welchen Pflichten reden Sie, Genosse Sechenov? Wenn die Amerikaner herausfinden, dass ihre Roboter in den Kampfmodus versetzt werden können, ist ihr Projekt erledigt. Das kann ich Ihnen garantieren. Also habe ich nicht genug auf die Aussage, Roboter können in den Kampfmodus versetzt werden, geachtet. Ich hielt das für eine bildliche Ausdrucksweise Molotows, um Dr. Sechenov mit Schmutz zu bewerfen. Aber Molotow hat das ganz wörtlich gemeint. Das Politbüro hat von Anfang an gewusst, dass die sowjetischen zivilen Roboter einen Kampfmodus haben. Das Atomherzprojekt. Petrov hat nicht gelogen. Sechenov und das Politbüro wollen die USA und die ganze Welt erobern. Was wirst du jetzt tun? Nachdenken. Okay, nachdem wir da jetzt reinkommen. Warum sind denn alle so hinter den Ringen her? Du meinst die Beta-Konnektoren? Weil sie funktionieren, aber auch angeblich nicht existieren. Also kann niemand beweisen, dass es sie gibt? Nicht mal kollektiv nach dem Start? Besonders nicht kollektiv nach dem Start. Wer über die Beta-Konnektoren angeschlossen ist, existiert für kollektiv mein Auto. Schlicht nicht. Aber sie werden kollektiv sehen können. Ja, und zwar alles. Jemand mit einem Beta-Konnektor kann kollektiv nicht von innen beeinflussen, da er für kollektiv nicht existiert. Aber er weiß über alles Bescheid, was dort läuft. Genau wie jeder andere offiziell angeschlossene Mensch oder Roboter. Aber kann ein offiziell angeschlossener Mensch oder Roboter seine Verbindung nicht auch wieder lösen? Er kann sein Gedankegerät doch einfach abschalten. Ich glaube, ja. Du glaubst es? Dann bist du nicht sicher. Dass es nicht geht. Oder verschweigst du mir irgendwas? Ich habe keine Daten, Genosse Major. Aber man kann keinen hindern, sein Gedankegerät zu entfernen. Es wird auf dem Kopf getragen, nicht in den Schädel implantiert. Ja, das ist wohl ganz gut so. Oh. Da gehen wir mal rein. Speichern. Alla. Komm, geh kaputt. Hat jemand? Alla, was zum... Scheiß Dinger, ey. Wo ist Nummer 2? Ah, da oben. Fuck. Ey, mach mich fertig.
Ah, Stichwort Gesundheit, was, ne? Was soll es sein, Major? Ich hätte gern mehr Gesundheitsdinger. Das würde ich voll super finden. Verbesserungen. Ne, ich will eigentlich eher herstellen. Der Fuchs wäre schon geil. 162. Ah, was soll's? Alter. Hier wird nicht repariert. Nein. Ah. Ihr geht so hart auf die Nerven. Ganz ehrlich. Keine Mission mehr, geil. Ist was. Ich gehe jetzt. Und kein Strom mehr. Geil. Komm. Schnell. Lauf. Wir machen einfach auf schnell. Und Nahkampf. Oh fuck. Deswegen ein Auto. Petrov, dieser kranke Irre, dieser scheiß Wahrheitsfanatiker. Ich scheiß auf ihn. So viel Blut vergossen, nur weil er die Sprossen hat mutieren lassen. Ich bezweifle ernsthaft, dass das Petrovs Absicht war. Er ist weder Genetiker noch Pflanzenzüchter und hat die Konsequenzen der Störung nicht alle vorhersehen können. Warum hat er es denn sonst getan? So viele Menschen sind tot. Und die, die die Sprossen als Kopf hatten, mussten zweimal getötet werden. Erst von den Robotern, dann von mir. Moralisch lässt sich Petrovs Vorgehen nicht rechtfertigen. In dieser Hinsicht sind wir uns einig. Scheiß auf Petrov, er ist tot. Mir tun die Leute leid. Ich bin nach dem Krieg im Dienst geblieben, um zu verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Und jetzt? Du hast mein tiefstes Beileid für alles, was sich ereignet hat, Klaus Major. Kein Bock da jetzt hier die ganze Brücke da frei zu machen. Ciao. Du stinkst. Hoffentlich kommen wir auch komplett durch. Ciao. Einfach nur das Auto aushalten bis ganz. Nein! So, komm, was? Oh, sieht das nach Dead End aus hier? Nee, Charles, man kann niemanden in Kollektiv zwingen, oder? Da lag Petrov doch falsch. Nicht ganz. Wie meinst du das? Nicht ganz? Über die roten Kollegen. Wenn ich nicht bei Kollektiv bin, wie sollte Kollektiv das herausfinden? Ganz einfach. Sag mir, du läufst an einem Roboter vorbei. Der identifiziert dich als Mensch, aber du trägst kein Gedankegerät. Der Roboter erhält von dir keine mentalen Befehle auf seine Anfragen. Also merkt er, dass ich nicht in Kollektiv bin und meldet das weiter. Und was dann? Alle gehen auf mich los, oder was? Im Grunde ja. Aber ich kann mein Gedankegerät aufsetzen, am Roboter vorbeilaufen und tun, was von mir erwartet wird, und es dann wieder absetzen. Im Grunde ja. Was soll denn das ganze Getue Alter, nein. Diese bescheuerten Ringe? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht geht es um Bequemlichkeit. Gedankegeräte müssen bei jedem Aufsetzen konfiguriert werden. Ein Ring kann einfach so angelegt und wieder abgenommen werden. Da muss doch mehr dahinter stecken. Mann, warum musst du jetzt hier nerven? Alter. Das kann nicht. Ich muss hier weg. Vor allem dieser scheiß Impfroboter ist da wieder unterwegs. Alter. Alter. Ich muss hier weg. Sprint. Dann kriege ich hier mal ganz schnell ein Safe hin. Schnell weg. Nein, lass mich in Ruhe. Fuck. Wo ist der Safe? Okay, ich hab Safe. Okay, haben wir die alle verliert. Fertig. Nein. Das gibt's doch nicht. Natürlich werden sie alle wieder repariert hier, ne? Alter, ist das jetzt mal kaputt da hinten? Okay, dann machen wir es halt mit dir. Alter, jetzt ist er auch nur zu. Das ist ein Scheißteil.
Alla. Sind wir da hinten gefangen? Alla. Kannst du bitte sterben? Danke. Alla, wie viel Leben hast du? Das kann's doch nicht sein. Ah, kann sich nur noch ein Stück machen. Oh, endlich. Und jetzt hier. Alla. So, bist jetzt auch mal langsam tot da hinten. War's das jetzt? Was macht diese Geräusche hier? Hä? Da. Oh no. Nicht du. Ja, Scheiß. Okay. Moment, Moment. Mal kurz speichern. Oh, ich brauche mal ganz kurz eine Duschnaufpause. Leute, es gibt einen ganz kurzen Cut. Gleich geht's weiter. Okay, da bin ich wieder. Und ich habe mich da gerade wieder rausgekämpft. Es kommen ja ständig immer wieder neue. Ich habe die Zeit genutzt, habe ein bisschen Fähigkeiten noch schnell gekauft gehabt und zwei Sachen kann ich jetzt mit Q und E. Einerseits ein Schild, was temporär den Schaden wegnimmt. Und ich kann dieses komische Goop-Ding da machen. Das kann man entzünden und es gibt halt einen Elektroschadenboost oder Feuerschadenboost. Habe ganz vergessen, dass ich das machen kann. Und jetzt versuchen wir irgendwie da nach hinten reinzukommen, ohne dass man dabei irgendwie drauf. Die Regierung wird von beiden Seiten Druck ausgeübt. Daher erlassen sie nur moderate Sanktionen, ohne die Roboter ganz zu verbieten. Es gibt nur Importquoten. Und was juckt es die Sowjetunion, ob die Amerikaner Sanktionen erlassen? Sie verhindern so doch nur selbst, dass sie die Arbeiterklasse loswerden. Ist doch gut. Uns geht es ja schließlich um die Arbeiter. Je stärker die Beschränkungen bei auf Einfuhr und Betrieb. Alter, lass mich doch mal in Ruhe. Unserer Roboter gibt es an Schlüsselstellen in Amerika, wenn kollektiv in Betrieb geht. Also will die Sowjetregierung, dass so viele unserer zivilen Roboter wie möglich in den USA sind, wenn sie den Kampfmodus aktivieren. Ist was? Dann kann sie das Land viel leichter übernehmen. Ich gebe zu, das klingt logisch. Also, wie komme ich darauf? Okay, gut. Wo ist die Kamera? Ich hab sie doch gerade vorher noch gesehen. Achso, jetzt wird mich mal heilen, ne? Der Rucksack ist überladen. Alla. Alla, wie kommst du hier hoch? Alla, diese scheiß Dinger da. Da bricht schon wieder. Alla. Ist was, wir sprinten jetzt. Alter, das geht so auf den Nerv, dass man hier nicht einmal seine Ruhe hat. Oh. Bitte lasst jetzt von mir ab. Bitte, danke. Alter. Schlimm. Und ich muss mir einmal heilen. Kopfstück ist überladen. Mann. Was heißt denn? Ich kann nichts. Wie komme ich da hinten rein? Vielleicht von da. Okay, wieder eine Uhr. Brauche ich doch wieder einen Safe Point, damit ich hier meine Sachen loswerde. Hier rein? Nee. Die Autolyse beginnt etwa 7 bis 10 Minuten nach dem Tod, gefolgt von der Darmentleerung 3 bis 5 Minuten darauf. Die Totenstarre setzt nach 5 bis 6 Stunden ein und dann mal sehen. Vollständige Verwesung in etwa 5 Jahren. Alles gut, klar. Gut, dann will ich dich nicht länger vom Verwesen abhalten. Oh, da geht's runter. Noch eine Uhr. Rucksack ist. Ja, ich weiß, dass er überladen ist. Ich brauche ein Upgrade für den Rucksack. Geil. Ab in die Geheimkammer. Da wird's richtig Stress geben.
brauche jetzt immer noch geilere Waffen. Charles, was ist das für ein Ort? Ich meine, wozu dient dieser Komplex überhaupt? Der Pavlov-Komplex war der Grundstein aller biologischen Innovationen der Anlage 3826. Hier werden einzigartige Experimente durchgeführt, vom Züchten neuer Nutztierarten bis zur Entwicklung neuer Weltraumforschungstechnologie. Weltraum? Du meinst, dass sie die Mondrover hier entwickeln und nicht in Chelomei? Bei der Erforschung des Weltraums geht es nicht nur um Fahrzeuge. Natürlich ist ein Raumschiff erforderlich, aber dann, wenn die Menschen den roten Planeten... Autorisierung. Major... Ich lasse dich gleich weiterreden. Ist voll dich überladen. Lol. Ist ja noch Platz? Haben wir Munition hier? Oh ja, Munition. Rein da. So, Herstellung. Ich brauche mehr von diesen Metallteilen. Ich brauche da richtig viel von denen. Ja, wie schaut's aus mit Gesundheitsdinger? Noch ein paar hier rüber. Brauche ich dann eh wieder. Gut, weiter geht's. Haben wir hier Gegner auf dem Stock? Oh ja. Guten Tag. Oh ja, da ist ja noch mehr. Warum jetzt diese Musik, ey? Da kommen ja immer mehr. Fuck, 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 fuck. So, jetzt da kommt. Ja, ausreichend ist irgendwie nicht existent. Komm her. Komm. Hallo. Okay. Andere Taktik. Nein. Alter. Nein, scheiße, wo bin ich denn jetzt? Da wollte ich gar nicht hin. Alter, lass mich in Ruhe! Sind es jetzt endlich alle gewesen? Nein, da kommen natürlich immer mehr. Nein, nein! Dinger. Da kommt sie also her. Moin, Kollegen. Sterb. Wo sind denn mehr von den Dingern? Kommt von unten. Komm, komm. Voller Showdown hier. Ah, jetzt sehe ich schon das nächste. Oh, du musst leider sterben. Noch mehr? Ja, natürlich. Warum müsst ihr eigentlich überall sein und mir den Tag vermiesen? Ah, Krankenschwester, alles klar.
Ja? Wolltest du noch mehr? Was ist jetzt? Nein. Von weiter unten oder was? Haben wir es jetzt? Alter, was zum? Alter, hinter mir. Alter. Lass mich in Ruhe. Alter. Meine ganze schöne Munition. Weg wegen euch. Komm, heil! Heil, 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 heil! Alter, das gibt's doch nicht! Das kann's doch nicht sein! Den Strom. Komm, geh drauf. Alter, ach, von da hinten. Alter, lass mich raus. Ich komm hier nicht weg! Alter, heil, 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 heil! Rundumschlag, komm, komm! Mach den Rundumschlag! Verdammt nochmal! Alter, weg! Ey, wo bin ich denn jetzt? Oh, bitte lass es jetzt gewesen sein! Ich glaube, das war's jetzt. Holy shit. Aber die Musik läuft noch. Also irgendwo sind sie vermutlich noch. Was ist eigentlich mit dir? Boah, endlich durchatmen. Es ist nichts mehr rot hier. Nein, ich will das nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ganz kurz alles wieder einsammeln. Hier ist wirklich nichts. Doch, da oben ist noch was los. So, einsammeln hier. Alter, das war jetzt echt mühsam. Das muss besser werden im Nahkampf. So, haben wir jemanden vergessen? Nach der ganzen Schlacht brauche ich mal ein bisschen Materialien hier. Hier noch was? Nee. Ja, bei dir. Und die oberen Stockwerke haben wir noch. Ah, alles mitnehmen. Okay, ja. Warte mal, das was noch rot ist, ist das auf dem Stockwerk? Ne, das ist oben. Hier. Gut. Ah. Ich habe mich übersehen. Oben ist noch was. Komm, die machen wir jetzt schnell fertig.
Auf die kommt da wieder was Neues zu spawnen. Ach, da drin. So ein Spawner ist hier noch offen. Okay. So, speichern. Dankeschön. Okay. Liebe Leute, wir machen das jetzt mal so. An der Stelle werde ich erstmal die Episode beenden. Ich werde jetzt mal alles looten. Und dann machen wir weiter. Es war ziemlich eine intensive Folge, um es mal so zu sagen, vom Kämpfen her. War jetzt nicht meine Lieblingsfolge. Ganz ehrlich, das sind die anderen besser gewesen. Aber wir brauchen dickere Waffen. Unbedingt. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet doch Mitglied vom Nine Squad hier auf YouTube. Und da seht ihr die ganzen Folgen weitaus im Vorhinein. Also, bis dann, bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.